Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal im Hochformat statt im gewohnten Querformat. Es ist Oktober, für manche der Horror-Oktober, für manche der Schocktober. Und ich dachte mir, dann mache ich auch mal ein Video. Erstens einmal ganz anders, eben im Hochformat statt im Querformat. Und ich habe geschaut, momentan ist ein Deck im Umlauf, den hat der Flohmarktmaster freigegeben. Das ist quasi der Mörder in Horrorfilmen-Deck, der vom Kanal Ericsson erstellt wurde. Das sind nur sechs Fragen, das kommt mir sehr gelegen. In der Kürze liegt die Würze und daher starte ich gleich mit der ersten der sechs Fragen. Welche Waffe würdest du in einem Horrorfilm benutzen? Es soll ja ziemlich effektiv sein. Vielleicht Kettensäger, so wie bei Texas Chainsaw Massacre. Aber auch einfach nur Pistolen oder Schusswaffen, damit man echt denjenigen erledigen kann. Frage Nummer zwei. Welche Art Killer wärst du, bedacht oder skrupellos? Eher bedacht, so wie der Jigsaw-Killer, bei dessen Saw-Reihe einfach so Fallen aufbauen theoretisch oder jemanden in eine Falle locken. Also eher bedacht statt skrupellos. Frage Nummer drei. Würdest du ein Kostüm tragen oder wärst du eher authentisch? Da ich nicht entdeckt werden möchte, würde ich quasi eher ein Kostüm tragen, um meine Identität zu verschleiern. Also lieber ein Kostüm tragen. Frage Nummer 4. Was fasziniert dich an Horrorfilmen? Eher, wenn eine Spannung aufgebaut wird, wenn es eine atmosphärische Stimmung gibt, wenn die Musik passt. Zum Beispiel beim allerersten Halloween, da gab es ja nicht so viele Kills, sondern mehr die Stimmung wurde aufgebaut, die bedrohliche, die Titelmusik quasi in Anführungszeichen von Halloween immer eingespielt. Also eher sowas. Das ist ein Slasher-Orgien, so wie heißt das schnell? Terrifier, glaube ich. Habe ich doch keine einzigen Teile gesehen. Es gibt ja schon drei Teile. Aber ich werde auch da auch keinen Teil mehr anschauen. Ich bestehe ja so auf echt Spannung aufbauen, atmosphärische Stimmung und eben Musik. Kein Gemetzel, bitte. Aber jedem das seine. Frage Nummer 5. Machen Horrorfilme Mörder aus einem? Sicher nicht. Nee, es gibt so viele Horrorfilme. Nee, 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 ganz ehrlich. Es gibt auch Gruselfilme, die kann man ja auch zu den Horrorfilmen zählen. Nein, das glaube ich nicht. Eher so Ballerspiele, die ganz realitätsnah sind. Da glaube ich fast eher, dass sowas passieren könnte, dass da ein Klick machen könnte im Kopf. Aber nein, Horrorfilme auf keinen Fall. Frage Nummer 6 und zugleich auch die letzte Frage des Texts. Würdest du 24 Stunden in einem verlassenen Haus im Wald übernachten? Du wüsstest aber, dort werden grausame Dinge passiert. Puh, warum soll ich im Wald übernachten? Nehmen wir an, ich verliere mich irgendwo und ich komme zu einer einzelnen Waldhütte und ich wüsste, da wäre vor zig Jahren etwas passiert. Nehmen wir das Rehwild auch noch, ich habe lieber ein Dach über dem Kopf und lege mich hin schlafen, vielleicht bin ich eh schon müde, dass ich nichts merke. Und nehmen wir an, da war etwas, dann war es das ja eben schon, da wird das kaum wieder passieren. Also, warum nicht, wenn ich ehrlich bin? Aber wenn ich nicht muss, dann nicht, ist ja klar. So. Wie gesagt, der Deck wurde quasi vom Flohmarktmaster freigegeben für alle seine Abonnenten. Ericsson hat den Deck erstellt. Nochmals danke für das Erstellen dieser interessanten Fragen. Und jeder, der mitmachen kann, soll mitmachen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns demnächst bei dem anderen Video und dann wieder im gewohnten Querformat. Tschüss, ciao und servus.